Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Die Wehen haben eingesetzt bei Lotte. Die Meldung kam gerade unmittelbar, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Das heißt, wir haben gleich wieder kleine Wuselchens hier. Und ich gebe schon mal wieder den Full-Edit-Mode-Cheat ein. Sie hat jetzt aber auch wirklich ein ganz, ganz dickes Bäuchlein. damit wir uns sie wieder im Creative Sim noch anschauen können. Oh. Na, ihr kleinen Faulpelze, ihr Müden. Ach, ist das süß. Ja, ich freue mich tatsächlich heute auch drauf, wenn ich mich hinhauen kann. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich jetzt heute das Turnier hatte. Ich habe tatsächlich nur anderthalb Stunden geschlafen. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. So, anderes Thema. Zurück zu Sims. So. Die schnorcheln da vor sich hin. Ja, und dem kleinen Cedric geht es nicht so gut. Der Kleine hat Hunger. Haben wir vielleicht noch irgendwas? Er könnte ja Hundefutter essen. Okay, das ist blöd. Haben wir vielleicht zufällig bei irgendwem von den Eltern noch irgendwas Mampfbares im Inventar? Schauen wir gleich mal rein. Ihr könnt ja mal einen Frosch reinbeißen. Nee, es ist eklig. Ja, da. Oh. Doch nicht, der Teller ist leer. Das ist verdorben, aber er könnte sich trotzdem einen Becher nehmen. Hauptsache, er bekommt erstmal was zu essen, ne? Der Steven. So. Oh nein, Lotte hat Angst. Und das jetzt, wo sie gerade ihre Welpen bekommen wird. Wir müssen ihr dringend mal dabei bringen, dass die Stereoanlage überhaupt nichts Schlimmes ist. Dass es einfach nur Stimmen und Geräusche aus einem Kasten sind. Eieieiei. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Lang kann es ja jetzt eigentlich nicht mehr dauern, ne? Oha, ja, jetzt bekommt sie ihre Welpen. Oh. Oder auch doch noch nicht? Hallo? Doch, ich glaube, jetzt bekommt sie die Welpen. Also sie hat sich auf jeden Fall schon mal hingelegt. Oh, Muffin ist ganz neugierig. Was passiert denn damit, Mami? Ich tapp's mal hin. Wie möchtest du die Kleine nennen? Es ist wieder mal ein Weibchen geworden. Und das mit dem Zuchtkürzel kam eigentlich ganz gut an. Deswegen werde ich das auch weiterhin so machen. Clarina. So. Kam mir gerade mal so ganz spontan in den Kopf. So, den Kleinen möchte ich Racker nennen. Hups, Racket. Rackete. Racker? Okay, es sind zwei geworden. Ei, die sind ja süß. Alle beide. Ach Gott. Welpenstube. Ui, ja, 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 ja. Aha, wuff, wuff. Ich habe einen sehr guten Vorschlag bekommen. Und zwar, dass ich draußen einen kleinen Schuppen baue, wo ich die Welpen unterbringen könnte. Solange bis sie erwachsen sind. Dass sie dann nicht im Haus sind, sondern in einem Schuppen. Quasi eine riesengroße Hundehütte. Dass man sie da eben dann halten kann. So, in der Stelle ein Sim ändern. Jetzt will ich doch mal gucken, wie Racker und Clarina aussehen, wenn sie erwachsen sind. Das interessiert mich jetzt, weil so als Welpe haben sie, glaube ich, mal komplett andere Fellzeichnungen als ihre Eltern. Ich glaube schon. Chobei, Mr. Glorb. Warum fehlt Steven eigentlich ein Merkmal? Oh, wuff. Er könnte ein Hundefreund sein. Oder? Nee, die sind ziemlich gleich. Ich glaube, die sind tatsächlich sogar hundertprozentig gleich. Clarina, wie siehst du denn aus, wenn du erwachsen bist? Ach du Scheiße. Ähm,
Alienhund. Alienhund. Oh je, ich glaube, Clarina würde ich tatsächlich weggeben. Und das ist Racker. Er hat eine fleckige Nase bekommen. Die hat interessanterweise keine der Eltern. Und der ist hübsch. Aber guck mal, hat auch ja so eine kurze Schnauze. Irgendwie ist das nicht so die allerbeste. Guck mal, sieht aus wie ein Spaniel. Der Kopf. Aber trotz allem diese kurze Nase. Auch er sieht irgendwie merkwürdig aus. Leute, ich kann mir nicht helfen. Muffin ist immer noch die coolste Mischung irgendwie geworden bislang. Finde ich persönlich. Also mir gefallen die beiden beide nicht so recht. Wenn ihr möchtet, kann ich sie euch natürlich trotzdem in die Galerie stellen zum Aufnehmen. Ansonsten würde ich sie dann nächste Folge einfach unverrichtete Dinge verkaufen, weil von den beiden wird definitiv keine auf Dauer bei uns bleiben. Das klingt, wie gesagt, immer total böse. Soll's eigentlich gar nicht, aber die beiden sind, ja, nicht ganz so. Besonders Clarina, finde ich, sieht erwachsen ziemlich gruselig aus. Das ist doch schon ziemlich, anscheinend ist es nicht so die perfekte Mischung. Oh komm. Lenk die Kleine mal ab. Los, Cedric. Lenk die Kleine mal ab. Ach ja, den sollte ich ja auch mal umziehen. Ach, guck mal, wie er da hinspurtet. Ah, oh, klein und klein gesellt sich gern. Ah, ist süß. Hochzeit? Hochzeiten löschen, interessant. So, hey, das hätte ich jetzt auch über den Spiegel machen können. So komme ich jetzt zwar schnell an den Create-a-Sim, aber naja. So, weil ich würde ihm jetzt dann auch mal ein anderes Outfit verpassen. Ich finde das eigentlich ganz süß. Tatsächlich läuft er aber irgendwie immer nur in seinem Schlafoutfit rum. Also ich finde es ganz süß, aber ich würde ihm schon auch mal was anderes verpassen. Wir könnten doch sowas hier machen. Wir könnten ihm das Fuchs-Outfit verpassen. Oder den Wolf, den Vogel, das Kaninchen oder den Bären. Wir nehmen den Fuchs, glaube ich. Das wird ja von der Hose eigentlich ganz gut passen. Jetzt braucht man noch die Schuhe dazu. Nee, da würde ich dann schon noch Male nehmen, dass es auch wirklich so aussieht, als ob er damit rausgehen könnte. Das war jetzt bei den anderen nicht unbedingt der Fall. So, wir können ihm ja noch ein anderes Outfit verpassen. Die Hose finde ich eigentlich auch ganz süß, oder die karierte. Oder die hier. Die ist auch schon irgendwie cool, ne? Die gefällt mir gut. Ich glaube, da würde ich jetzt die Hose nehmen. Und oberteiltechnisch, was nehmen wir da? Das mit dem Umhang, nein, das sieht ein bisschen komisch aus. Wir könnten die Avocado nehmen. Nein, wir könnten auch sowas hier nehmen. Das würde ich dann aber eher mit einem Hund nehmen. Das ist süß. Aber mit dem Panda, ich finde, das mit dem Panda steht ihm gut. So, die beiden Outfits haben wir ihm jetzt mal verpasst für die Alltagskleidung. Ich glaube, damit haben wir eine ganz gute Wahl getroffen. Mir persönlich gefallen sie auf jeden Fall gut. Lass uns gleich nochmal eben hinten in den Garten gucken, wie der Garten jetzt momentan aussieht. Ob der immer noch so gammelig ist oder ob der sich gehalten hat. Wir haben uns ja letztens mit Gina nochmal darum gekümmert, was ja wirklich bitter, bitter, bitter nötig war. Und ich überlege, ob ich die Pflanzkübel ersetze. Oder zumindest nochmal einen Pflanzkübel drüber stelle. Weil die halt wirklich so schäbelig aussehen.
Diese selbst erstellten. Okay, nein, hier ist noch so das eine oder andere, worum sie sich kümmern müssten. Aber Steven muss dafür erstmal ernten. Weil ich möchte ja gern alles mit Steven abernten lassen. Ach, nur das Joghurtparfait. Warum ist er das denn nicht? Wahrscheinlich, weil das gammelig ist. Ja, das bringt ihm auch überhaupt nichts mehr. Wahrscheinlich wirklich deswegen. So, komm, wir schicken ihn nochmal eben aufs Töpfchen. Dann müssen wir mal schauen, mit wem stehen wir denn mal auf? Wir stehen mit Gina auf, denn Gina hat sowieso auch Hunger. Dann servieren wir mal das Frühstück. Oder wir setzen erstmal Cedric Essen geben. Er bekommt Cerealien zum Frühstück. Und dann kann sie was zu frühstücken machen. Obstsalat. Ich wollte die beiden ja mal wieder ein bisschen abnehmen lassen. Da ist der Obstsalat definitiv eine gute Wahl. Steven können wir auch aufscheuchen. Der kann nochmal alle Tierschüsseln füllen. Ja, und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt mit dieser kleinen Hundehütte in Anführungsstrichen. Wir haben ja hier hinten auf jeden Fall noch genügend Platz oder auch hier in der Ecke. Also es wäre rein theoretisch möglich, so einen Hundeschuppen zu bauen. So eine Hundehütte Marke Eigenbau. Oh je, wer hat hier hingemacht? Also sie könnte auch jetzt auf jeden Fall das Geschäft machen. Ist das bei gemein? Ausschimpfen? Ich weiß es nicht. Jetzt sitzt Cedric wieder nicht da drin. Jetzt kommt Cedric wieder Ewigkeiten hier nicht runter. Komm mal runter, Cedric. Racker ist ein Couch-Potato. Warum kriege ich eigentlich immer nur Couch-Potatoes? Clarina ist treu. So, jetzt setz ihn doch mal mit in den Hochstuhl rein. So, sehr gut. Weil das ist momentan irgendwie echt noch ein Problem, dass der Hochstuhl so backt. Das ist aber schon lange so. Ich habe es mit dem Hochstuhl nie gerne gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Milo möchte raus. Ja, jetzt haben wir echt richtig viel zu tun. Aber ihr Lieben, ich würde mich auch für heute von euch verabschieden. Und dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es aussieht. Wollt ihr einen von diesen interessanten Welpen in der Galerie haben oder vielleicht auch beide? Ab in die Kommentare damit und auch ab in die Kommentare damit, was haltet ihr von unserer kleinen Welpenhütte? Das, es wird uns auf jeden Fall den Alltag erleichtern. Weil wir dann für die Welpen, für die Welpen hätten wir dann ja trotzdem ein Fundament, ne? Wir können ja kein flaches. Ich hätte aber trotzdem noch eine Idee, wie man das machen könnte. Müssen wir mal gucken. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.